Woher weiß ich, dass meine Absicht rein ist für Allah Azza wa Jal? Wenn man denkt, dass sie rein ist, ist sie nicht rein. Und wenn man denkt, dass sie nie rein ist, so ist man auf dem guten Weg. Die Salaf sagten, solange wir versucht haben, unsere Absicht zu reinigen, hat sich nur die Farbe geändert. Was meinten sie damit? Die richtige Absicht habe ich nie erreicht, sondern immer nur etwas, klein wenig besser. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, das Beste ist, Achil Karim, dass man so viele Taten wie möglich zwischen sich und Allah macht, ohne dass die Leute dabei sind. Mafhum? Und das ist am sichersten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiba.